Zur Physio musst du. Probably. Oder was es gleich auch gibt, sind medizinische Massagen. Das gleich auch. Was, 100 Euro? Tja. So ist es, Vantos. Das Leben teuer. Sehr teuer. Tam Tender, was geht ab? Weites Weep. €100, um dir dann zu sagen, du brauchst mehr Treffen. Also wir sehen uns jetzt jeden Montag, okay? Ich will, dass du zweimal die Woche herkommst. Für 2 Stunden. 60 Tage Partyscrolls oder keine Rückenschmerzen? Ich nehme die Partyscrolls. Never mind, würde ich nicht. Wer zum Teufel kauft sich Partyscrolls für Cash? That's the worst investment. Of F-Coins I've ever seen. ADV only pairs. Only pairs? Ich denke nicht, dass Birnen Flive spielen können. Dumms. I see myself out. Sorry. Sorry, guys. Ich wollte gerade sagen, sag mir, dass du in einem Low Dungeon mehr Geld verdient hast, als ich in den letzten 3 Tagen zusammen. Alles zusammengerechnet. Tu's. Sag's mir ins Gesicht. Ich verkrafte das. Ich bin stark. Ich bin stark. Feiern, was geht hier? Bretor sein. Es wird ja 1000%ig so sein. Ich werde meine Charakter stellen, so in einem Monat oder so. Also sie werden es jetzt die nächsten 4 Wochen nicht fixen, den gesamten April. Dann sind alle meine Chars 132. Dann sage ich, okay, sie fixen es wahrscheinlich niemals, also kann man es jetzt auch abusen. Dann mache ich meine Chars. Chars sind alle Level 60. Und sie fixen es dann einen Tag später. Und ich habe einen Dungeon Run gemacht und sie fixen es. 1000%ig. Und es ist vollkommen egal, wann ich die Chars mache. Heute, morgen, nächste Woche. Sobald ich sie erstellt habe, fixen sie es. Ich kann nur verlieren. Aber wenn ich sie nicht erstelle, fixen sie es nicht. Du kannst nur verlieren. Es ist unmöglich zu gewinnen in diesem Spiel. Die Universe wollte doch besser sein in diesem Thema. Ja, ist es aber nicht. Ich wollte auch dieses Semester mehr aufpassen und aktiver am Unterricht teilnehmen. Und jetzt sitze ich hier gerade während der Abendvorlesung und spiele Flav. Kappa, ich habe keine Abendvorlesungen. Glaube ich. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Nein, Spaß. Habe ich nicht. Haben sie nicht durchgezogen, Zaubersteff. Das Game ist ultra pay to win. Vor allem im Bereich Partyscrolls, aber auch Power-Ups. Es gibt viele Power-Ups, die kann man effektiv eigentlich nur durch den Cash-Up bekommen. Man kann sie sich vielleicht hin und wieder einmal erspielen, also literally einmal. Sowas wie die Element Stones zum Beispiel. Aber ansonsten Cash-Up only. Oder halt du kaufst sie von jemandem, der sie aus dem Cash-Up only bekommen hat. Aber viele Sachen sind schwer zugänglich, wenn du kein Geld ausgibst. Also entweder du musst Geld ausgeben oder halt dein Penya dafür. Meine armen Vagranten können nicht mal voten, habe einfach keine Rechte in Discord. Tja. Oh! Lightning Card 4, let's go. Lol. Ich muss nicht mal leuchten sehen. Let's go. Das ist ganz schön belastend. Über die Ostertage kommen dann Doppelteier bei den Dungeons.
keck weh. Das wäre actually pretty poggers, to be honest. Jeden Tag, wenn die doppelte Menge wäre, würdest du pro Run auf Hard quasi 400 garantiert kriegen. Mehr oder weniger. Mal 3, das wären 1200. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, das wären 4800 Eier in 4 Tagen. Davon kannst du ja fast die S-Product und die G-Product holen. Das wäre actually crazy. Warum hast du das gesagt? Jetzt sind wir nur alle enttäuscht, dass es nicht so sein wird. Danke. Dampfende Banane. Danke dir. Dampfi. Namt Pius, Hashtag Duschen. Ich freue mich immer, wenn sich ein Mann nackt den Körper einseift, wenn der mir zuhört. Namt Pius, du gehst duschen? Nice. Gute Dusche. Was? Aber Crunchyroll Beste? Ich hasse Crunchyroll, weil da alles auf Japanisch ist. Ich will es auf Deutsch. Ich will meine japanischen Anime-Zeichentrickserien auf Deutsch. Wie es sich gehört. Mom, get the camera. Mom, get the camera. Mom, get the camera. Das ist Piccolo. Da schwebt halt auch keiner, gell? Hier ist niemand. Nur ich bin hier. Oh, oder never mind. Oh, never mind, doch. Ganz da oben ist er. Ich dachte, ich bin schon am Rand. Ganz da oben ist der Lausbub. Wer ist es? Let's expose his ass. Randomizer. Ah ja. Einfach random X durch die Gegend schleifen. So sieht's aus. Hell no. Hater. Nur die billige, weil die weniger Zucker hat? Ach, du trinkst das Zeug doch nicht, weil es gesund ist. Das ist so oder so nicht gesund. Alles Lebensmittelbestandteile, die man eher weniger braucht, einfach nur ungesund? Oh, Entschuldigung, Martha Stewart. Ich wusste nicht, dass wir hier in einen veganen, laktose- und zuckerfreien Kochkurs gekommen sind. Ich dachte, das ist ein Livestream. Entschuldigung, habe ich mich wohl in der Tür geirrt? Sorry. Er hat letztens erzählt, ne? Wir haben eine Barbecue-Soße gekauft. Die hat 47 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Ich glaube, das ist das Ungesundeste, was ich jemals gesehen habe. Ja, wobei actually ist es nicht so, weil Cocaine. Nein, Nutella hat tatsächlich mehr. Nutella hat tatsächlich über 50. Aber bei einer Barbecue-Soße ist halt crazy. Ich meine, klar, Barbecue-Soße ist nicht gesund, das weiß jeder, aber 47 Gramm Zucker? War schon geistesgestört. Aber, was ich sagen muss, man nimmt ohne. Also ich meine, wenn man weiß es. Wenn man es nicht wüsste, wäre es vielleicht anders. Aber ich habe, wenn ich die Barbecue-Soße bisher gegessen habe, auch echt immer nur so ein kleiner Klecks. Und die ist so extrem süß. Das reicht auch eigentlich. Also du dippst da nicht so rein wie beim Ketchup oder so. Oder na gut, ich meine, ist natürlich auch ein bisschen eine Eigenschaft von jedem selber. Und ja, also man nimmt auch echt nicht so viel. Also von dem her geht's eigentlich. Ich denke mal, die meisten Leute würden mehr Zucker über Ketchup quasi zu sich nehmen, als ich jetzt über diese Barbecue-Soße. Weil du im Verhältnis viel weniger davon nimmst, weil sie eigentlich eh viel zu süß ist. Also da kannst du gar nicht so richtig rein dippen, weil dann schmeckst du quasi sowieso nur noch die Soße. Und den Zucker. Probably deswegen ist es auch so. Bei der Barbecue-Soße trinkt man normalerweise auch nicht 2 Liter am Tag. Ja, nicht 2 Liter, aber ein Glas halt. 200 Milliliter. Was? Werf mal eine Axt ins Wasser? Nö.
Ich weiß jetzt nicht, welche Antwort du dir erhofft hast, aber... Heute gibt's die Aerons, ich gehe die Farmen. In Flaris von den Aeron-Catchern. Ich muss diese blauen Viecher töten und dann mit einem Kollektor einsaugen. Hört sich so schmuddelig an, aber eine ganz normale Berufstätigkeit. Life. Da gibt es eine Suggestion von einem Mod, die Pet Rerolls auch rückwirkend für beliebige Stufen möglich zu machen. Uff. Dann soll er es ihnen einfach sagen, wofür macht er dann eine Suggestion? Der hat doch den Direct Contact mit denen. Einfach beim Frühstück. Ey Werner, mach doch mal Reroll-Pets für jedes Level möglich und nicht nur fürs Aktuelle. Okay, Manfred, moi. Servus. Servus, Werner. Und erledigt ist es. Es könnte so einfach sein. Triple Green. Okay. Immerhin Triple Green. Mit Triple Green kann ich leben. And... Oh. Triple? Double. Na gut, ich heb's direkt mit ihm auf. Oder auch nicht. Intiret, okay. Und Pensero. Tja, so viel zum Thema verringerte Drop-Chance. Borgi-Gowns. Ah, hier sind sie. Jetzt haben wir ihn down. Wow. Oh. Mythical Silver Bow. Lol. Ice Arrow Schaden plus 5. Hat ich gerade schon AG warned. Interesting. Was ist der wert? Was Horn des wert? Tatsächlich besitze ich immer noch mein Angel Bow, glaube ich. Könnte ich theoretisch austauschen. Das ist meine HP Weapon of Choice. Alright. War es ein guter Drop? Nö. Die Waffen von dem sind nichts wert. Die sind ultra selten. Das ist die vierte Waffe, die ich jemals von dem gedroppt habe in über 100 Runs. Trotzdem wertlos. Schön, oder? First time, dass ich das Item überhaupt gedroppt habe. Wertlos. RIP, sage ich dazu nur. Auf wie vielen Chance ich das Event mache? Na, auf 27, wie jeder. Wie jeder normale Spieler mache ich es auf 27 Charaktern. Ist das etwa nicht normal? Sag mir, dass ich normal bin. Danke euch fürs Zuschauen. Viel Spaß noch, viel Erfolg noch. Und wir hören, riechen, schmecken und schlürfen uns. Was? Morgen wieder. Haut rein, gute Nacht und ciao, ciao.